Hallo ihr drei, ich bin's Robson Fanatic, oder? Okay. Oji und Tisi kennen mich aus Block TV und ich habe drei Fragen an euch. Jeder von euch kann eine Frage beantworten, ist egal, wer. Die erste Frage ist, warum, Tisi, die kannst du mir beantworten, warum spielst du eigentlich immer die Frau? Okay, ich meine, es gibt ja noch Phil und Oji, aber warum spielst du ausgerechnet immer die Frau? Das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, das ist die nervigste Frage, die dir immer wieder gestellt wird. Ja, stimmt, die Frage kommt echt recht oft, aber ich werde sie dir beantworten. Warum ich immer die Frau spiele? Ja, wir haben einfach uns mal entschlossen, dass ich die Frau spiele und hat sich halt immer angeboten jetzt. Und weil Titi ist ja nicht dafür auch bekannt, dass ich immer die Frau spiele. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man bei einer Person bleibt, wo man sagt, hey, die verkörpert die und die Frau. Das finde ich eigentlich ganz gut. Drum bin ich die Frau. Die zweite Frage. Hattet ihr schon mal daran gedacht, Waititi aufzulösen? Also, hattet ihr euch schon mal so weit gestritten, dass ihr dachtet, nee, lösen wir jetzt Waititi auf? Und habt euch das dann nochmal umüberlegt? Also, ja. Die zweite Frage war ja hier, ob wir uns mal überlegt haben, YTT aufzulösen. Wüsste ich jetzt nicht. Also es gab sicher mal Momente, an denen man halt sagt, oh, das ist alles gerade so stressig und oder wenn es mal nicht gut läuft, wenn man viel Hoffnung irgendwie in ein Video steckt und es kommt absolut nicht gut an, dann denkt man sich, was ist das? Warum machen wir uns das die ganze Mühe umsonst? Und dann, ja, aber auflösen kommt, glaube ich, nicht in Frage. Nie. Die dritte Frage ist also persönlich zu Phil. Phil, findest du das nicht peinlich bei Bisam der Besen mit dem Staubsauger da, die Szene da? Also ich finde das irgendwie lustig. Alle meine Freunde haben sich kaputt gelacht, aber findest du das einfach nicht peinlich irgendwie? Würde mich freuen, wenn ihr antworten würdet. Und ich habe es dann weiterhin auf Block TV und viel Spaß noch und viel Erfolg mit euren Videos. Genau, du hast gefragt wegen Besem der Besen, warum ich dort ja mit dem Staubsauger Oralverkehr betreibe. Aber du vergisst, das war nicht ich, das war Jack. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, man muss immer trennen, was deine Rolle ist und wer du bist. Und das war wirklich ein Sketch von uns und da habe ich jemanden gespielt und dann ist mir auch wirklich nichts peinlich. Also wenn wir in einer Rolle sind, dann können wir alles machen. Auch als Gangster mit 5XL rosa T-Shirt im E-Center, die Leute fragen, welcher Wein gut ist, zum Beispiel.